Und wieder einen guten Morgen. Wieder ein Neubeginn. So steht es heute im Textbuch. Kapitel 30, der Neubeginn. Fokussiere dich auf den Neubeginn. Jeden Moment neu. Du kannst immer wieder neu starten. Das ist einzig und allein deine Entscheidung. Du kannst dich jetzt ganz klar nur für Gott ausrichten. Indem du Gott an erste Stelle stellst. Für eine neue Denk- und Sichtweise. Für ein neues Vertrauen, das wir einfach nicht haben. Ich denke, ich brauche hier noch irgendetwas. Ich denke, ich brauche ein Business. Ich muss irgendwie Geld machen. Ich muss irgendwie Sicherheit haben. Dieses, jenes und so weiter. Ich kann nicht einfach so sein, wie ich bin und mich einfach damit geben. Das scheint wohl nicht zu reichen. Wie kann das sein? Ich bin ein Lehrer Gottes. Ich bin Gebende und Empfangende. Ich gebe mich einfach aus dem Moment heraus. So wie Jesus. Ist er denn losgezogen, um ein Business aufzuziehen? Hatte er Erwartungen an den Bruder? Das war doch ein natürliches Geben und Empfangen. Wieso funktioniert das hier nicht? Was für eine verrückte Welt da in meinem Geist. Ich muss zum Teil um mein Leben bangen. Vor allem, wenn es finanziell hier nicht und dort nicht reicht. Ich muss immer wachsam sein. Das ist doch total verrückt, oder? Dass ich nicht einfach ruhig und still losgehen kann und einfach geben und empfangen. So wie es mir hier gegeben wird. Dem sind immer relativ schnell Grenzen gesetzt. Tja, Gott sei Dank erinnere ich mich immer wieder, wie es wohl mit Jesus war. Ich versuche, mich immer wieder zu erinnern, wie er wohl geschaut hat, was er wohl tun würde, wie er sich wohl entscheiden würde. Ob er wohl auf Krampf, auf Angst basierend so ein System aufrechterhalten würde. Natürlich nicht. Gott, Gottes Sohn, Gott ist nur Liebe. Jesus ist nur Liebe. Ich als das Kind Gottes bin nur Liebe. Ich bin nicht anders wie Jesus. Ich habe doch die gleiche Funktion. Alles zu geben, für Gott, für unsere Erlösung. Aber irgendwie habe ich mich so verirrt und geirrt, weil ich ja denke, ich brauche irgendwas.
Hat Jesus irgendwas gebraucht? Hat er irgendwelche Erwartungen, Forderungen gestellt? Ich glaube nicht. Er hat einfach vertraut. Das, was wir scheinbar nicht wirklich können. Ich brauche ja so viel Sicherheit. Wenn ich so viel Sicherheit brauche, wie ich hier wahrnehme, dann bin ich doch nicht im Vertrauen. Da sollte ich wirklich mal hinschauen. Was meine ich da zu geben und zu empfangen und mich womöglich noch als Lehrer Gottes zu bezeichnen? Wie hingegeben bin ich wirklich an Gott? Wie hingegeben? Ich mache doch immer noch Unterschiede. Ich ziehe mich doch immer noch zurück. Ich halte doch diese heilige Präsenz im Vater, die mir jetzt gegeben ist, gar nicht wirklich aus. Die Angst vor Gott oder irgendetwas opfern zu müssen, ist ja immer noch da. Oder wahrscheinlich weiß ich instinktiv oder unbewusst, dass ich mich immer noch ganz schön irre, dass ich immer noch das Spielchen spiele. Dass ich ja immer noch was will. Und natürlich, ich weiß, wie mächtig mein alter Geist sein kann. Wie groß die Verdrängung sein kann. Und diese Ignoranz, von der ich immer wieder mal spreche. Dass ich so viel einfach links liegen lassen kann. Ich sehe das dann einfach nicht. Ist das Gottes Wille? Was ist Gottes Wille für mich? Dass ich in Frieden und in Liebe gehe, nur sein Wort gebe. Und vertraue. Vertraue und vertraue. Und noch mehr vertraue. Eben keinen Plan mehr habe, was im nächsten halben Jahr sein wird. Aus welchem Willen heraus ist das denn? Das ist doch angstbasierend. Ich muss alles im Griff haben, unter Kontrolle. Ich muss wissen, was geschieht. Ich kann nicht auf den Moment vertrauen. Ich muss doch wissen, was geschieht. Ob ich in einem halben Jahr immer noch meine Kohle zu Mama habe. Ich muss doch mein System aufrechterhalten. Vielleicht ist ja morgen schon alles vorbei. Oder ich muss völlig umdenken. Mit Gott ist das alles überhaupt keine Schwierigkeit. Wenn ich bereit bin, mit allem zu gehen, was mir gerade gegeben ist. Vielleicht muss ich morgen schon wieder zurückfliegen und übermorgen einen neuen Job anfangen. Weiß ich das? Ich habe keine Ahnung, was meine Aufgabe sein wird. Meine Aufgabe ist doch hier und jetzt zu sein. Mich hier zu halten, in dieser heiligen Präsenz, in diesem heiligen Augenblick, der mir immer jetzt gegeben ist, in der heiligen Beziehung jetzt mit meinem Bruder. Und das fällt uns allen so dermaßen schwer, weil die Welt so angstbasierend ist.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, was es heißt, liebesbasierend, vertrauensbasierend unterwegs zu sein. Dann bräuchte ich doch keine Gedanken über die Zukunft oder über die Vergangenheit. Dann bin ich doch da, da, wo Gott mich haben will. Es ist schon wirklich verrückt, wie wenig ich Gott vertraue. Wie wenig ich dem Christus in mir vertraue. Wie fremd er mir noch scheint. So fremd, dass er ganz schnell wieder weg ist. Sobald ich hier aus der Tür rausgehe und mir begegnet jemand, habe ich es schon wieder vergessen. Und stattdessen ist das Urteil da. Das, was wir eben gut können. Aber jetzt ist der Neubeginn. Und darin will ich mich üben. Jetzt da zu sein und genau darauf zu achten, was da in mir abgeht. Und mir klar und bewusst zu sein, dass das mein Film ist und dass ich das steuere. Dass ich meinen Gedanken nicht wahllos ausgeliefert bin oder den Emotionen. Dass es wirklich nur diese eine Entscheidung ist. Gott ist mein Fundament. Gott ist mein Weg. Gott ist die Wahrheit. Gott ist das ewige Leben. Ich habe noch mehr zurückzutreten. Ich mische mich ja immer noch viel zu sehr ein. Ich will ja immer noch die Kontrolle bewahren. Ich traue Gott nicht. Ich traue mir selbst nicht. Ich könnte ja Verlust erleiden. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte hier und jetzt sein. Das Paradies ist jetzt. Ich weiß doch gar nicht, was in den nächsten Monaten sein wird. Meine Sicht geht doch jetzt aus, um das Antlitz Christi zu schauen, doch nicht übermorgen. Gott ist jetzt. Der Heilige Geist ist jetzt. Die Erinnerung an Gott ist jetzt. Das ist die Verantwortung, die ich habe, jetzt da zu sein. Mich in dieser heiligen Sicht jetzt zu üben. Vernünftig zu sein, weil das ist Gottes Wille, dass wir uns in Heiligkeit erblicken. Und ich verweigere mich immer noch. Ich will mir deswegen kein Urteil auferlegen. Ich sehe es aber. Diese angstbasierte Sicht, wie stark sie da ist.
wie schnell ich ins Wanken komme, wenn es nicht so läuft, wie ich denke oder wie es laufen sollte. Daran sehe ich doch, wie viel Angst da ist, wie sehr ich ins Wanken komme. Meine Sicht geht aus, um das Antlitz Christi zu erschauen. Das tue. Das wird gebraucht. Diese heilige Sicht, diese vergebende Sicht, jetzt in diesem Moment, in diesem Augenblick. Und dieser Augenblick ist immer, immer jetzt. Diese Nähe, diese gütige Nähe zuzulassen. Diese zarte, sanfte, liebevolle Nähe, vertrauensvolle Nähe. Sich dafür zu öffnen. Und da hat die Angst keinen Platz. Was macht es so schwierig, einfach zu vertrauen? Was macht es so schwierig, Gott zu vertrauen? Sprich, dem Christus in mir zu vertrauen. Im Frieden zu sein in diesem herrlichen Moment. Einfach zufrieden zu sein mit dem, was ist. Selbstzufriedenheit. Einfach im Frieden sein. Ich bitte heute um deinen Segen, Vater, für meine Sicht. Sie ist das Mittel, das du, Vater, dazu erwählt hast, zum Weg zu werden, der mir meine Fehler zeigt. Und über sie hinauszusehen. Genau, ich kann die Fehler sehen. Und ich will mich aber dafür nicht mehr verurteilen, sondern ich will sie abgeben. Erkennen, das ist nicht die Wahrheit. Heiliger Geist, bitte hilf mir. Diese Gedanken will ich nicht. Bitte. Wandel du diese Gedanken. Mir ist es gegeben, eine neue Wahrnehmung zu finden durch den Führer, den du mir gabst und durch seine Lektionen über die Wahrnehmung hinauszugehen und zur Wahrheit zurückzukehren.
die wahre Wahrnehmung, den rechtgesinnten Geist. Mit Hilfe des Heiligen Geistes zu erfahren. Nur dafür tun wir das doch. Dafür haben wir die tagtäglichen Lektionen, um uns zu schulen und nicht mehr zu spielen. Diese kindischen Spielereien müssen aufhören. Ich habe einfach nur da zu sein. Ahnungslos. Frei. Offenen Herzens, offenen Geistes. Ich habe einfach nur die Gaben des Vaters zu geben. Und das ist ein leichtes, wenn ich es geschehen lasse. Und da sehe ich meine Macht und wofür ich sie nutze. Beziehungsweise auch missbrauche. Wie stark mein Eigenwille ist. Wie sehr ich mich eben noch täusche. Wie sehr ich mich mit dem Körper noch identifiziere. Ich bitte um die Illusion, die all jene transzendiert, die ich gemacht habe. Vergebung ist die letzte Illusion. Und diese wahrlich zu nutzen. Damit ich mich wandle, beziehungsweise mich als Geist anerkenne, der ich ja schon bin. Der ewige, freie, reine Geist. Ewig. Ich bin ewig. Auch wenn ich diese Hülle verlasse, ich bin ewig. Es spielt keine Rolle. Ich bin mächtiger, freier, reiner, unendlicher, grenzenloser Geist. Ich bin mit Gott. Ich bin der heilige Christus. Ich bin stark. Ich bin der Herrscher. Und ich bin einfach nur Liebe. Nichts anderes. Nichts anderes. Möge ich mich nicht mehr vor der Liebe des Vaters fürchten. Denn sie ist meine eigene. Heute, jetzt treffe ich die Wahl, eine Welt zu sehen, der vergeben worden ist und in der jeder mir das Antlitz Christi zeigt und mich lehrt, dass das, worauf ich schaue, mir gehört
und dass nichts außer deinem heiligen Sohn ist. Treffe diese Wahl jetzt. Jetzt ist dir der Raum gegeben. Jetzt ist der Moment da. Nicht nachher. Nicht später. Nicht morgen. Jetzt. Jeder zeigt dir das Antlitz Christi. Jeder. Auch dieser Hahn, der da kräht. Alle Lebewesen sind eins mit Gott. Und ich habe einfach keine Ahnung, was es wirklich bedeutet. Aber ich stehe dazu, dass ich keine Ahnung habe. Genau weil diese Ahnungslosigkeit mich so frei lässt. Mich ja mehr und mehr hier sein lässt. Und auch darum geht's, hier mit Gott zu sein. Hier. In diesem herrlichen Gewahrsein. Weil alles, was ich jetzt sehe, ist Teil von mir, ist genauso heilig. Da ist kein Unterschied. Also bleibe ich doch hier. Hier ist mir doch alles gegeben. Ich muss mich doch nicht mehr zerstreuen. Durch die vielerlei Gedanken. Durch mein Planen. Jetzt ist meine Sicht für wahr gesegnet. Jetzt ist Gott mit uns. Jetzt ist mir all seine Liebe gegeben, all sein Frieden, all seine Freude, all seine Dankbarkeit, all sein Vertrauen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was wirklich jetzt ist, weil ich so wenig in jetzt bin. Da ist ja immer noch ein Teil in mir, der so vorauseilt. Oder irgendwo im Hintergrund hängen bleibt. Der nochmal so gerne in die Vergangenheit zurückschauen möchte.
so gerne sich in alten Fotos verliert, in alten Geschichten. Das kann ich ja alles tun. Aber nur, wenn ich ganz klar weiß, wo ich in Wirklichkeit bin. Und solange ich das nicht wirklich weiß, sollte ich das erstmal verlernen. Verstehen, dass es keine Vergangenheit und Zukunft gibt. Sondern ich nur hier bin. Genau in diesem Moment. Ich lenke mich ständig ab. Ständig. Gemeinsam teilen wir uns eine Schau, während wir auf das Antlitz dessen schauen, dessen Selbst, das unsere ist. Wir sind eins, um seinetwillen, der Sohn Gottes ist. Um seinetwillen, der unsere eigene Identität ist. Wir sind einfach nur eins. Und darin darf ich mich so hinein entspannen. In mich selbst. Ich darf einfach mit mir sein, so wie Gott mich schuf. Das kenne ich gar nicht. Hier, durch den Kurs in Wundern, lerne ich, mir selber nahe zu sein. Ich war mir nie so nah wie mit dem Kurs in Wundern. Der Heilige Geist zeigt mir den Weg. Und es schenkt mir immer mehr Frieden, Gewissheit und so viel Liebe, die mir ja auch gespiegelt wird. Und deshalb gehe ich einfach weiter. Und wenn ich hier alleine sitze, es spielt keine Rolle. Es geht immer wieder nur um die Erinnerung, um den jetzigen Moment. Um die Reinigung meines Geistes. Um mich zu schulen in dieser neuen Sicht. Um diese heilige Sicht, die mein ist, wirklich anzunehmen. Der Neubeginn ist jetzt. Bist du jetzt bereit, alles zu geben für deine eigene Befreiung? Bist du jetzt bereit, meine Hand zu nehmen?
so wie die Hand von Jesu. Wir gehen sowieso gemeinsam. Die Abwehr muss fallen. Der Widerstand muss aufgegeben werden. Sonst lande ich immer wieder in der Hölle. Also trete ich wieder zurück und will neu wählen für Gott, für den einen Sohn, für das eine Selbst, für die wahre Identität, für den Christus in jedem von uns, für dieses mächtige Licht, das Antlitz Christi. Ist so stark. Möge ich noch mehr loslassen und vertrauen. Und einfach nur leben und leben lassen im Sinne des Vaters. Danke, danke. Danke, danke. Immer wieder. Jeden Tag aufs Neue, jeden Moment aufs Neue. Immer wieder für diese mächtige Erinnerung und für deine Begleitung und Unterstützung. Und für unser gemeinsames Lernen und Verlernen. Mögen wir einfach weitergehen, im Vertrauen, miteinander. Uns unterstützen, hilfreich sein, im Sinne des Vaters, einfach da sein. Als Ausdruck von Liebe. Nur das ist Gott. Sein Wille geschehe. Amen. Bis gleich.